willkommen zu einem neuen Projekt. Jotun Valhalla Edition. Ich mahne auf den Hljóðin, der Weber in Splundradest, Ilbrinn in Winden und Öldu Skellum in Antlete Min. Húð mín frös und Kulda, sem var ólíkur öllu sem ich hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í væðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin var komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. So, und jetzt nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Jotun Valhalla Edition in 1440 auf Ultra-Einstellungen auf dem PC. Mega nice. Ich liebe ja so dieses Nordische. War ich übelst drauf ab. Deswegen mal schauen, wie das Spiel ist. Okay, da macht man. Ich spiele es mit Maus und Tastatur. Mal gucken, wie es so läuft. Da kann ich immer noch wechseln zu Controller. Ich liebe es einfach mit Odin und sowas. Oh. Auch Musik, die Wikinger. Yggdrasil. Bindeglied der neuen Welten. Ja, und Yggdrasil habe ich auf meinen Beinen. Besser gesagt, auf meiner Bade habe ich Yggdrasil und Wegvisier. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen was davon mit. Mega geil. Und oh, Leute, ich habe so Bock auf solche nordische Games. Grafik ist, sieht sehr gut aus. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was für ein Game das ist. Aber wenn nur weil es mit nordischer Mythologie und sowas zu tun hat, habe ich Bock drauf gehabt. Ja, aber guck mal. Warum komme ich da jetzt nochmal raus? Okay, wir kommen da irgendwie nicht mehr raus. Okay, dann gehen wir einfach mal durch. Ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, was unsere Mission ist. Der Grabhügel Jötunheim. Í hverju borði þarf að finna eina rúnu. Þegar hún hefur verið fundin, ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í Ginnungagap. Die Stimmen sind auch schon geil, ey. Pausiere, um die Karte anzusehen. Okay, wir sind da, oder? Eins, zwei. Irgendwie ein Inventar oder sowas? Ne. Okay, okay, okay. Gehen einfach mal weiter. Bam. Das ist eine Baumpflanze. Was hat die auf sich? Wird die vielleicht leben? Oh ne, die macht Damage. Echt keinen Plan, wo wir eigentlich hin müssen, aber ich folge halt einfach mal den Weg. Autsch. Hält die mich jetzt oder nicht? Irgendwie nicht. Sind's Checkpoints?
glaube eher, oder dass das Mana ist. Vielleicht für später. Mimir. Frisch deinen Geist. Ah, okay, Mimir kann. Mimis Brunner, passe mir fort nach der Öga Minu, mein Enturnier bei der Liefdit und Krafta. Okay. Mimir. Wo sind wir jetzt? Das sind wir, oder? Wir sind ja fast tot. Ich mag schon was. Ausweichen, Gotteskraft. Okay. Haben wir noch nicht. Checken nur noch nicht so ganz, wo wir sind. Okay, wir sind gestorben. Es ist dir nichts gelungen, die Götter zu beenden. Fangen wir dann wieder von vorne an? Fangen bei Mimir wieder an. Ich check halt null, wo wir sind. Das sind die Runen wahrscheinlich, aber wo sind wir? Ja, wie gesagt, nordische Mythologie, falls ihr da richtig Bock drauf habt. Hört euch mal die Musik von Brayton oder Peyton? Peyton oder Brayton Parrish an. Uff, mega gut. Ich halt jetzt echt wüsste, wo ich bin. Jetzt wieder so ein Spiel wie Tunic. Haben schon wieder nichts gesagt. Ah, okay. Den haben wir, den haben wir. Brauchen wir den dritten. Geht darum. Flatsch. Die schon mal kaputt batschen. Au! Ausweichen, ausweichen.
ok. Máttur dísan að því að rjúfa innsigli graflöksins. Sílskarri rjúfa. Ah, ok, jetzt haben wir... Ah, ok, ok, ok. Schmeißen. Oh. Jetzt die haben wir schon. Zack. Durchgeschmettert. So, was sollten da eigentlich? Voll. Nur die Götter wissen, was unter diesem Grab. Zweites Mal gestorben. Ist ja kein Problem für uns, ne? Das ist kein Problem. Bin ich nur gespannt, ob wir nochmal alle oder ob wir dann was batschen können gleich. Ich dachte, die erzählen da viel mehr Geschichte, nur die Götter wissen was unter diesem Ding. Aber kann ja vielleicht noch kommen. Wir können halt auch noch blocken, ne? Ja, über drei. Ich kann da noch hinrennen. Möge dieser zweite Tod dir endlich Frieden bringen. Oh. Alter Schwede, das hat aber ganz schön reingehauen, ey. Sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum.
Verantworte dich vor den Göttern. Sieht schon episch aus. Gehen wir mal da durch. Jutin Hain, Jera. Jörð, rún uppskeru, frjósemi og jörðar. Mir erfrischt deinen Geist. Volles Leben, ja, wahrscheinlich, natürlich hat sie hier volles Leben, oder? Jetzt. Come on.
weiß aber auch nicht, ob wir da hin müssen. Das ist halt mein anderes Ding, ob wir unbedingt da hin müssen oder nicht. Giftschaden. Muss ich die Hand wieder da reinstopfen. Komm schon. Sorry, wenn ich so wenig rede, aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, ich weiß, auch ich kann das. Das darf doch nicht wahr sein. Echt jetzt? Aber die Taktik ist an sich gut.
weiß nicht, war nicht verkehrt. Richtig viel ab. Yes. Ah, nice. Hilft doch immer weg von Nara. Besiegt. Holy shit, ey. Du hast Augen in der Hände geworden. Yes, wir haben die Götter beeindruckt. Die Lehre. Ich heiße Thora und ich war fett, til að berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mína nefndi faðir minn mig eftir þrumuguðinu. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróðu mínum og áhöp þeirra sildi hann höfin á stærðarinn að langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vegsamt. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugrekki föðu míns og sögurnar á goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til gaf faðir minn mér, mína ástkæru exi og hleyfti mér borð í langskip sitt. Toll. Geliebte Axt. Aber Leute, das soll es gewesen sein für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Dann heißt den nächsten Boss-Button. Checkt gern die Videobeschreibung aus. Da ist auch Twitch und Instagram verlinkt. Schaut auch gern da vorbei. Bis zum nächsten Mal.